Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge God of War Ragnarök. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir checken jetzt mal ganz kurz hier. Sind das Trollteile? Ja, yeah, Trollteile. Super, oder? Ich bringe Stein. Oh, ja. Da kann ich auf jeden Fall was draus machen. Wo ist das her? Von Trollen. Ah, oh, Trolle. Sieh mal an. Okay, gut. Ja, Freunde, cool, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen weiter, wie gesagt. Und holen uns jetzt auf jeden Fall noch die anderen geheimen Bosse. Ich verstehe aber wirklich nicht, warum hier immer noch... was kann ich für eine Göttin tun? Warum hier immer noch irgendwie ein Ausrufezeichen angezeigt wird. Das macht mich verrückt, ohne Scheiß. Das macht mich verrückt. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Das muss weg, dieses Ausrufezeichen. Egal. So, checken wir mal ab. So. Da, Steinbjörn. Junge, sieht die geil aus. Und ihr seht schon, was für eine heftige Abwehrrüstung das ist. Schlummerstein brauchen wir. Schlummerstein? Wo können wir denn Schlummerstein nehmen? Achso, ja, nur, okay, nur für das Level brauchen wir einen Schlummerstein und dann den Rest haben wir komplett alles. Obwohl, schwelende Glut. Ja, werde ich aber nicht reingehen. Wie gesagt, ist eine der krassen Rüstungen, aber halt für, Verteidigung. Sutur. Alter. Sutur ist von der Stärke her, auf jeden Fall. Okay. Das Berserker ist schon krass, aber Sutur ist ja. Alter Schwede. Ja. Könnte man so eine Mischung machen, vielleicht. Steinbüren. Das ist schon stark. Und das Geile ist, ich sehe hier gerade Betäubungsschaden. Gibt's das? Also gibt die Rüstung auch nicht schlecht. Armschiene, Scheiterhaufen. Das ist schon geil. Ist schon geil. Sutur. Berserker. Ach, guck mal, Berserker. Ach so, guck mal, das geht nur auf Abwehr. Könnte ich natürlich das hier reinpacken, um nochmal auf Schaden zu gehen. Aber ja, könnte man, wie gesagt, könnte man sich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter reinfummeln. Aber, ja, ich komme ja auch ganz gut so zurecht, oder? So, warte mal, jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken. Haben wir noch einen Stein? Haben wir noch einen Stein, ja. Verkaufen. Das stammt aus einem dieser anderen Lande, hm? Ja, du sagst es. Das haben wir auch schon erfasst. So, ja, Freunde, leider ist bald vorbei, ey. Leider ist bald vorbei. Ich kenne mir, keine Ahnung. Also selbst wenn ich jetzt so auf Platte gehe, würde mit euch gemeinsam... Dann wäre das wahrscheinlich nur noch 2-3 Parts jetzt. Also mit denen, die eingerechnet. Keine Ahnung. Versucht er es immer noch? Oh, hey, ich habe nicht nur an dieser Münze gezogen, seit du letztes Mal hier warst. Nur falls das so aussieht. Genau so sieht es aus. Siehst du, das dachte ich mir, aber nein. Mach weiter. Tja, ich hoffe, der Wirt wird all seine Mühen auch wettmachen. Ach, es wäre so ein leichtes für Kratos, ihm kurz zu helfen, ne? Es wäre so ein leichtes. Ach, guck mal, da oben, das Schiff. Geil, das wurde ja auch hier. Hier drin ist er, Dingens. Hier drüben ist ja das Tor. Wir müssen nämlich jetzt, wo gehen wir denn als nächstes hin? Gehen wir nach Alfheim. Aber da muss ich ganz kurz überlegen, wo war der Scheiß Troll? Wo war der Troll nochmal? Was hab ich jetzt vergessen, ne? Auf der Seite? Ich glaube auf der Seite. Ach Scheiße! Das habe ich vergessen. Irgendwo ein Alpha im Auge wollen. Ach schön, ey. Schön die Ladezeit. Ah, es ist angenehm. Es ist angenehm, Freunde. Es ist angenehm. Normalerweise würde man ja sagen, das Geilste an der neuen Konsolengeneration ist die Ladezeit, die schnellere Ladezeit. Und dass eigentlich jedes Spiel mit 60 Frames läuft. Tja. Und dann guckst du dir Gotham Knights an. Und dann guckst du dir auch das Unplugged der Ricky Man, was ich sehr, sehr liebe. Richtig geiles Game, aber auch das läuft leider nicht mal mit 60 Frames. Das ist halt einfach traurig. Das ist einfach traurig. So, wo war denn der?
Da drinnen waren wir schon, ne? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr genau, wo der war. Ah, hier, hier ist er. Da oben. So. Reliquien. Schön draufschlagen, bevor er sich schon verdenken kann. Guck dir das an, wie unbeteiligt er immer steht. Ich verstehe es nicht. Oh mein Gott, wird der weggemeldet. Oh, ach du Scheiße. Alter Schwede. Meisterhaft. Wie immer. Mir ist es traurig. Neuer Wissenseintrag. Briagstormer. Ein Troll, den wir in der östlichen Wüste Alfheims aus seinem Schlummer weckten und der von dem Zwerg Alvis Steinfuß eingesperrt worden war. Der Wüstensand ähnelt dem der Dünen von Limnos in Griechenland. Er ist rau und findet seinen Weg in jede Ritze, die breit genug für einen einzigen Korn ist. Bei den wilden Winden dieser Welt war die Kreatur beim Aufwachen sicherlich recht irritiert. Vor allem, wenn er irgend so einen glatzen Muskelmann auf dich einschlägt die ganze Zeit mit einer Axt. Das war ja jetzt, ja. Bisschen traurig. Mal ganz kurz gucken, ne? Ausgeglichenes Erlebnis. Was? Alter, der wurde ja komplett kaputt gemacht. Tja. Gut, das war jetzt nicht sonderlich spektakulär. Hier war das, glaube ich, wa? Hier war das, glaube ich, irgendwo. Vergrabener Schatz. Aber keine Ahnung wo. Müsste ich nochmal nachgucken. Artefakt. Die Ruhe. Ach, da drinnen ist einer. Da drinnen ist ein Artefakt. Das war... ja, komm doch mal ran jetzt hier. Guck dir das an. Also wirklich nervt. Die nervt. Nee, Quatsch. Nervt sie nicht, aber... ich wäre lieber mit Atreus unterwegs. Ich sag's so, wie es ist, wa? Naja. Gut, ja, wie gesagt, relativ unspektakulär. Das ging schneller als gedacht. Krass, ey. Heftig. Vor allem, wenn du dir jetzt wirklich nochmal reinziehst, dass ich nicht alles auf Maximum gelevelt habe, ne? Also, auch hier, das Amulett. Mit dem Amulett könnte ich noch mehr rausholen. Oder eine andere Rüstung noch anziehen. Ey, Junge. Wurde komplett weggemacht. Aber gut. Bald der 20. Troll, weißt du, oder der 50. Keine Ahnung, wie viele ich schon getötet habe jetzt. Mehr als genug auf jeden Fall. Mehr als genug haben wir jetzt getötet von denen. So. Die sind hier. Da sind die anderen. Ja, Freunde, ich weiß nicht. Das kann doch irgendwie nicht so unspektakulär zu enden hier, ey. Das, oder? Die Videos zu God of War. Aber wir haben halt nichts mehr zu machen, ey. Wir haben nichts mehr zu tun. Ich glaube, links rum, ne? Das müsste doch eigentlich links rum sein, ne? Hier fehlt auch noch ein Artefakt. Genau hier! Flussdelta fehlt auch eher gut. Flussdelta. Ja, krass. Okay. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Jetzt komisch. Was ist dieses Geräusch, das man jetzt gerade gehört hat? Da freue ich mich sowieso immer wieder. Was ist das für ein Geräusch? Ist es der Speer? Der sich irgendwie regeneriert einmal? Gar nicht. Golo, links von dir! Alter, werden die kaputt gemacht.
Irgendwo hier soll ein Artefakt sein, ne? Keine Ahnung, wo wir hier irgendwas übersehen haben sollen. Puh. Gerade schon ein bisschen Schiss gehabt, ehrlich gesagt. Ich dachte schon, ey. Ich dachte schon, das wäre es gewesen. Aber das kann ja nicht sein. Das kann es nicht sein, Junge. Hier drinnen auch nicht, oder? Guck dir das mal an, was für ein Schlag von mir macht. Ey, Junge, das ist doch krank. Mein Hals ist ganz kalt. Junge, krieg ja Schaden. Ach du Scheiße. Zappel mal ein bisschen ab hier, ey. Großer. Au! Ich nehme auch gar keinen. Also, ich nehme auch nur noch wenig Schaden. Was ist hier los, ey? Ich bin so krass. So krass am Start. Tja. Keine Trolle mehr. Dafür hast du gesorgt. So sieht's aus. Golrab aus der Asche und Golrab aus dem Frost. Zwei Trolle, die vom Berg Alvis, vom Zwerg Alvis Steinfuß eingesperrt wurden. Zwei elementare Trolle gleichzeitig zu bekämpfen, ist eine einzigartige Herausforderung. Ich denke, ich habe mehr Erfahrung darin als die meisten. Ich würde mich aber auch freuen, dass die dies nie wieder tun zu müssen. Tja, das war's vorne. Das war's! Alter, warum sind die so easy jetzt? Boah. Wo soll hier ein Artefakt sein? Das macht mich traurig. Oh mein Gott, hier ist es. Das Familienwappen von Hönir. Armer Mann. 5 von 6. Die Geschichte von Hönir ist leider keine besonders erfreuliche. Als die Asen und Warnen noch relativ gute Beziehungen zueinander pflegten, wurde ein kultureller Austausch vorgeschlagen. Die Warnen würden einen der ihnen nach Asgard schicken und die Asen würden ihrerseits jemanden nach Vanaheim entsenden. Die Warnen schickten einen freundlichen jungen Klingenschmied namens Sturla, der von da an in Asgard leben sollte. Die Asen schickten Hönir, ein freundlicher Junge, unschuldig und lieb, aber dumm wie Bohnenstroh. Nach einigen Tagen, und als sie merkten, dass Hönir ständig Aufsicht bedurfte, damit er sich nicht aus Versehen selbst verletze, wurde den Warnen klar, dass Odin Hönir nur geschickt hatte, um ihn schnell loszuwerden. Doch das machte den Warnen nichts aus. Die verschiedenen Familien taten sich alle zusammen, um sich um ihn zu kümmern. Sie schenkten ihm sogar ein eigenes Familienwappen. Doch eines Tages erwähnte einer der Betreuer des Jungen versehentlich Odins eindeutige Abneigung gegen den Jungen, als er sich außer Hörweite erwähnte. Die ganze Zeit über hatte Hönir geglaubt, dass Odin ihn eines Tages wieder zurückholen würde und dass nur nette Ferien bei den magischen Freunden des Allvaters verbrachte. Das er nur nette, okay. Am nächsten Morgen fand man seinen Leichnam, ein weiteres Opfer der Grausamkeit Odins. Ja. Ja. Muss sich doch nicht direkt umbringen, wegen dem Idioten. Ist natürlich hart zu hören, aber. 97%. Eine Nornentruhe, ein Flussdelta gefallen und ein Artefakt. Klippe noch ihn. Artefakt hier im Flussdelta. Und hier. Der Pilger-Anlegestelle. Da fehlt ein Gefallen. Tja. Artefakt, Flussdelta-Artefakt. Dass man da nicht weiter reinzoomen kann, weißt du? Oder die. Kann man die anderen Sachen ausblenden irgendwie, dass man sich da ein bisschen besser. Also kann man die Symbole ausblenden? Nee, ich glaube auch nicht, oder? Sollen wir da nochmal nachgucken gehen? Ja, aber ich weiß nicht, wie gesagt, habt ihr da Bock drauf, was wir das da machen? Alter, wieso kann sie sich jetzt plötzlich teleportieren? Was soll das? Warum nicht immer so? Also ich wüsste jetzt gar nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich habe keine Ahnung von. Wir sind wirklich am Ende. Wir sind am Ende. Wir haben jetzt auch die geheimen Bosse gemacht. Es fehlt eigentlich nur noch
Ja, wie gesagt, die Sammelsachen. Ach, guck mal, hier ist noch was im Wasser. Ja, wie gesagt, es fehlt nur noch. Hier. Hier muss irgendwas sein. Ja, es fehlt nur noch die Herausforderung Muskelheim und die Sammelsachen. Und das war's. Ach, da, guck mal, hier in der Ecke ist, glaube ich, der. Der Geist. Er kann explodieren! Vorsicht! Er kann explodieren! Vorsicht! Ja, hier ist er. Was ist los? Bitte. Ich muss jetzt beten. Ich warte auf Freya, die große Heilerin. Ich bin hier. Sie wird mich heilen. Ich war eine treue Anhängerin. Sie würde mich nicht... Ich bin Freya. Was brauchst du? Nur sie kann meine Krankheit heilen. Mit Goldrübe, Meere und Pomo. Okay. Wir müssen ihr helfen. Sie will ein Heilmittel. Sie ist tot. Sie sitzt hier fest und weiß nichts von ihrem Tod. Wenn sie bekommt, was sie braucht, zieht sie weiter. Bist du sicher? Ich werde nicht untätig bleiben. Sie braucht Goldrübe, Meere und Pome. Suchen wir das. Okay, komm. Hast du sie erkannt? Den Krankengeist? Nein. Einst konnte ich mich an alle Gesichter meines Volkes erinnern, aber... Vielleicht leben Götter einfach zu lang. Das dachte ich auch. Gut, jetzt brauche ich nur noch eine Zutat für das Heilmittel. Und was dann? Bringe ich das in Ordnung? Wie will sie das in Ordnung bringen? Das wäre dann alles. Gehen wir zum kranken Geist zurück. Du würdest die Toten heilen. Ich versprach mich, um mein Volk zu kümmern. Du hast sie nicht mal erkannt. Und sie dich auch nicht. Und? Gehen wir zum Geist zurück. Ja, komm, machen wir das. Kommt ihr endlich, um mich zu heilen? Wir haben die Pflanzen gesammelt. Ist das möglich? Ich spüre, wie meine Lebenskraft zurückkehrt. Ich spüre Freya. Ich bin hier. Ich wusste, du kehrst zurück, selbst als die Zweifler deinen Namen verfluchten. Danke. Doch jetzt ist Zeit zu ruhen. Du hast es dir verdient. Danke, meine Königin. Ich bin wirklich müde. Oh, das ist doch schön. Gehen wir weiter. Ja. Richtig genervt, gehen wir weiter. Ja, Kratos manchmal schon sensibler, aber manchmal denkst du dir auch, ja. Ja. So, eine Nornentruhe. Aber wo soll die sein? Wo ist die Nornentruhe? Wo ist die Nornentruhe? Wo ist die? Hier muss irgendwo ein Artefakt sein. Kann es auch hier drüben sein? Ne, nur hier, oder was? Aber das ist doch dort. Kann man hier reinfahren irgendwie? Wäre natürlich geil, oder? Ach komm, weißt du was? Ja, keine Ahnung, Mann. Wie gesagt, ich bin noch so weit im Voraus. Keine Ahnung, was ihr dazu schreiben würdet. Ob wir da 100% holen sollen gemeinsam oder nicht. Aber es kann halt natürlich auch teilweise ein bisschen länger dauern, ne? Ich meine, man kann zwar sehen, wo die Sachen sind, aber du musst sie ja trotzdem finden, weißt du? Du musst sie ja trotzdem einsammeln. Das ist halt so der Punkt, ne? Hier war. Waren wir hier schon mal? Nee. Wie ist es aus? Hier ist es doch. Dieses Wappen gehört Odin. Ein Friedensangebot meines Volkes und verschwendete gute Arbeit. Das waren alle Wappen. Danke, dass du sie gefunden hast. Upsi. Sorry. So, Codex.
Wo ist es so? Wissen? Freunde? Ressourcen? Jetzt suche ich mich wieder komplett kaputt, Alter. Keine Ahnung, wo das sein soll. Schriftrollen? Ne, das wird es ja nicht sein. Wissen, Markierung? Wissen wahrscheinlich, oder? Wissen? Hätte man das nicht lesen können? Ich glaube, da zum Anklicken war gerade eben rechts nur, dass wir die komplette Aufgabe erledigt haben, oder? Ah, warte mal, stimmt. Die haben doch gesagt, wir sollen zu ihm nochmal zurückgehen. Zum Adler, genau. Das können wir eigentlich auch noch machen. Das können wir auch noch machen. Boah, keine Ahnung, ich weiß nicht. Lektion? Nee, Lektion macht keinen Sinn. Mysterium macht eigentlich auch keinen Sinn. Muss ja bei Wissen sein. Wo war denn das? Ich suche mich hier auch immer kaputt, Alter. Ich find's nicht. Keine Ahnung, scheiße. Keine Ahnung, wo die Scheißaufgabe ist jetzt. Mit den Familienwappen. Und ob man das von Odin nochmal lesen kann. Keine Ahnung, Alter. Muss doch hier irgendwo sein, Alter. Bestimmt bin ich jetzt schon dreimal vorbei. Hm? Hieß denn die Aufgabe auch schon wieder vergessen? Scheiße, Mann. Egal. Scheiße. So, wahrscheinlich wird die Kiste irgendwo oben sein. Ja, hier. Wo war da noch eine Kiste? Bitte. Wo war hier noch eine Kiste, eine Nonentruhe? Wo war die Kiste, bitte? Wo soll das denn gewesen sein? Das wüsste ich ja ganz gerne. Naja, gut. Wir machen hier aber auf jeden Fall erstmal Schluss. Das könnten wir eigentlich machen. Nochmal zu dem, hier, Helheim-Adler gehen. Das könnte man machen. Und was wir auch noch nicht gemacht haben, da könnte ich mir auch ganz gut was vielleicht vorstellen, wenn du mit Kratos nochmal nach Hause gehst, dass da nochmal was passiert. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass da irgendwie, vielleicht wenn es irgendeinen Spruch gibt, so von wegen erst alleine jetzt oder sowas, Atreus ist irgendwie sowas vielleicht. Keine Ahnung. Das könnte ich mir auch vorstellen. Deswegen machen wir hier erstmal Schluss. Wie gesagt, die Trolle waren jetzt doch ein bisschen unspektakulär, weil die so schnell totgegangen sind. Jo. Und dann, wie gesagt... Hier fehlt nur noch eine Truhe. Hier fehlt noch ein Schatz. Ein Artefakt. Hier ist 100%. Hier sind die Herausforderungen nur. Hier fehlt auch nochmal drei Artefakte. Das war's dann. Auch nochmal einen unentdeckten Apfelkern. Ach, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wir machen noch ein Part. Ein Part machen wir noch, denke ich. Und dann ist noch Schluss. Warum bin ich jetzt hier nochmal eigentlich voll? Hier nicht einsteigen. Egal, scheiße. Freunde, wir hören uns beim nächsten Mal. Seid gerne auf jeden Fall nochmal am Start. Und, ja, das war's. Haut rein. Tschüss, wir hören uns.